So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review, denn ich war mal wieder im Kino. Nicht nur das, ich habe auch gerade so eine mega Packung Weißkrautsalat gegessen. Richtig genial, kann ich nur empfehlen. Esst mehr Weißkrautsalat, das ist schön würzig, ne? Frisch, das brennt richtig, der ist komplett halb zu 90% aus Essig, also das ist aber jetzt was anderes. Eigentlich wollte ich den mitnehmen und mich hierher setzen und essen und dabei erzählen, aber das macht man ja nicht, aber ich habe gedacht, nee, isst du das erstmal fertig und dann setzt du dich fix her, bevor du es wieder vergisst, denn es ist jetzt Ewigkeiten her, dass die letzte Folge Ramses Review online war, aber nicht, weil ich nichts mehr gemacht habe, sondern, ja gut, weil ich nichts mehr gemacht habe, im Sinne von nicht keine Videos, sondern ich war nicht mehr im Kino. Letzte Zeit war es ein bisschen mau, also da war nicht wirklich was da, wo es sich gelohnt hat, ins Kino zu gehen, sich das reinzuziehen. Die großen Filme, darauf wartet man vergebens, beziehungsweise ich zumindest. Jetzt habe ich aber wieder was entdeckt. Da war nämlich wieder mal ein Film mit The Rock im Kino, wo ich auch den Vorgänger gesehen habe. Ihr kennt ja alle Jumanji, diesen alten Film mit dem Brettspiel, mit, jetzt nichts Falsches sagen, Robbie Williams müsste ja der Sänger sein und Robin Williams müsste ja der Schauspieler sein. Der lebt ja mittlerweile auch nicht mehr, war auch schwer depressiv, also immer die besten Leute, also das ist traurig. Aber es gab ja eine Neuverfilmung mit The Rock, nämlich Jumanji, auch mit Jack Black und mit dem, wie heißt der andere hier, nicht Chris Tucker, sondern irgendso, die sind alle gleich irgendwie, die immer bei irgendwelchen Leuten, irgendwelchen großen Superstars an die Seite gestellt werden, mit dem, als Quasselstrippe, als Buddy sozusagen, bei Central Intelligence oder so, oder allen möglichen Sachen. Auf jeden Fall war der erste Jumanji-Film richtig genial und ich habe mich natürlich gefreut, dass es jetzt auch Jumanji The Next Level gab. Aber der Trailer hat mich ein bisschen verwirrt, denn ich wusste nicht, um was geht's denn jetzt? Es waren ja die vier Kids, die in das Spiel gezogen wurden. Und wie ist es denn jetzt in der Fortsetzung? Sind da wieder die vier Kids, die in das Spiel gezogen wurden? Und dann seht ihr die Eltern von den Kids oder die Großväter oder was auch immer, die dann auch mit reingezogen werden. Und ihr habt eine ganze Palette an Spielern dort drin. Oder geht's jetzt darum, dass die Eltern oder die Großväter da reingezogen werden und die Spieler gehen hin, um die zu retten oder irgendwas? Das war auf jeden Fall vom Trailer nicht ganz genau herauszusehen, wie jetzt, wo, was, wer und warum und wieso und wo, warum ist der Weißkrautsalat überhaupt schon der? Boah, ich habe so Bock, jetzt noch einen zu essen. Aber hier geht's nicht um den Salat, hier geht's um Jumanji 2. Ich also schön ins Kino, hab gedacht, der erste Film war ja super, der zweite, der wird bestimmt auch super, die bauen da drauf auf, die machen nochmal was richtig Fettes. Aber ich muss gleich vorweg sagen, mir hat der zweite Teil leider nicht so gut gefallen wie der erste Teil und das hat mehrere Gründe natürlich. Im ersten Teil habt ihr wirklich eure vier Jugendlichen gehabt, die da reingegangen sind. Jetzt im zweiten Teil wurde eben der Opa von dem einen Jungen reingesaugt mit dem seinem Kumpel, der dabei war. Die übrigens gespielt von Danny DeVito, was natürlich sehr cool ist, Danny DeVito zu sehen in dem Film mit The Rock. Das, also, ja, das ist eigentlich positiv, hätte mir aber gereicht in einer Gastrolle nebenbei und dass es sich trotzdem auf die Kinder bezieht. Aber gut, du hast ja eh dann nicht mehr erkannt, dass es Danny DeVito ist, weil der war ja dann im Spiel als Charakter jemand anderes. Und Danny Glover auch dabei, den kennt ihr vielleicht sicher nicht von Lethal Weapon, damals auch Klassiker, alle vier Filme richtig genial, mit Mel Gibson, Danny Glover, Lethal Weapon, damit bin ich aufgewachsen, ne? Das kennt bestimmt heutzutage gar keiner mehr, die Leute von heute. Das ist auf jeden Fall sehr cool gemacht, Danny Glover, Danny DeVito da dabei, aber weil das eben wirklich schon ältere Herrschaften waren, die auch im Film alte Opas gespielt haben und die dann in das Spiel mit reingesogen wurden und die Charaktere angenommen haben von denen, die wir ja im ersten Teil gekannt haben, fand ich es ein bisschen ungewöhnlich. Also mir hat diese Konstellation so nicht gefallen. Im ersten Teil war das ja so, alle vier hatten ihre Rolle, haben sich mit der Rolle dann irgendwo zurechtgefunden. Das war richtig genial. Jeder konnte seine Stärken und Schwächen auswendig und jeder hat seine Reise angetreten. Als Zusammenspiel, als Team ging es dann richtig ab. Der Film hat ein bisschen gedauert, bis er Fahrt aufgenommen hat. Dann war es aber ein richtig geniales Unterhaltungskino, der erste Teil. Jetzt hätte ich mir für den zweiten Teil also gewünscht,
dass durch irgendeinen Zufall die wirklich zu viert wieder da reinkommen und sagen, the next level, wir spielen einfach noch eine Runde, weil uns der Ehrgeiz packt und sie kommen da schon hin mit ihren Stärken und sie gehen da von Level zu Level durch jedes Szenario und machen dann eine mitreißende, packende Story und irgendwas richtig Geniales, aber im Prinzip hat wieder alles bei Null angefangen. Nicht nur, dass zwei andere Leute dabei waren, die keine Ahnung von nichts hatten und sie ziemlich dümmlich angestellt haben und das wirklich, es sollte sehr natürlich auf Unterhaltung und auf Witz ausgelegt sein, aber wenn halt wirklich 50 Mal dasselbe kommt, dass der Opa nichts rafft und der Opa ist schon wieder alles vergessen und bla, das kann im ersten Moment noch lustig wirken, aber im nächsten Moment wirkt das vielleicht schon wieder richtig nervig, weil der Gag ist dann total ausgelutscht und denkst, jetzt denkt man, der Film, jetzt findet er zu seinen Stärken, aber irgendwie zieht sich das und es zieht sich und zieht sich weiter und zieht sich nochmal. Dann plötzlich die anderen, die reingekommen sind wie davor, haben ganz andere Charaktere, müssen sich also auch erstmal anpassen, sodass es auch nicht richtig zur Sache geht, sondern da auch alles sehr chaotisch ist und sehr langwierig. Dann wird sogar da nochmal getauscht. Die haben ja auch einen Fluss gefunden oder so ein Gewässer, so ein schimmerndes. Wenn die da zu zweit reingehen, haben die ihre Körper getauscht, ihre Rollen getauscht. Und ganz zum Ende haben alle dann getauscht, dass jeder wirklich mit dem Charakter, den er kannte oder mit dem er sich am besten widerspiegeln kann, in diese Rolle schlüpft, in diesen Körper schlüpft. Das war aber wirklich zum Ende hin des Filmes, wo ich mir gewünscht hätte, dass das eben von Anfang an so gewesen wäre, dass jeder das ist, was er am besten verkörpert und darstellen kann und der Film dann richtig auf die Kacke haut. Anstatt ewiges Hin und Her und von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen und den Glanz des ersten Teils im Prinzip so wegzunehmen und es wieder als extrem dümmliche Komödie darzustellen, sagen wir es mal. Trotzdem war viel Action da, aber auch von den einzelnen Szenarien fand ich leider den ersten Teil viel, viel besser. Da war alles richtig bunt, da war alles richtig schön, da waren verschiedene Viecher dabei, Gefahren hin und her. Dass die Dorfbewohner, wo sie da waren, in den Hütten, wie die da durch das Szenario gewandert sind, durch den Dschungel, saftige grüne Blätter, alles mögliche. Beim zweiten Teil war es im Prinzip alles, da ist auch ein Dorf gewesen, da waren Menschen, das war aber alles eher bei Nacht in so einer Stadt, alles war dunkel, alles war düster, das sah eben nicht so schön prächtig und farbenfroh aus wie der erste Teil. Dann war eine alte, morsche, gammelige Brücke dabei, was alles richtig abgedroschen aussah. Dann war eine Winterlandschaft, wo alles eiskalt und kahl war, dieses riesige Schloss am Ende, was halt auch nicht schön aussah und alles einfach nur so depressiv gewirkt hat. Da haben mir wirklich die Locations vom ersten Teil gefehlt. Was alles richtig gut anzusehen war, wo richtig der Putz abging, wo die alle ihre Stärken ausgespielt haben und ja, dafür gab es ein fliegendes Pferd, ne? Das darf man auch nicht vergessen, aber das darf man ja hier gar nicht sagen. Was will man noch sagen? Ich fand den Film jetzt an sich nicht schlecht. Freilich, wenn man jetzt mit der Familie da reingeht oder so und da ist für jung und alt, ist da was dabei. Viele fanden das auch lustig. Auch gerade, wenn Danny DeVito natürlich in den Körper von The Rock geschlüpft ist als alter Mann, der nichts verstanden hat und dann und dann guckt er so und der andere, Alter, was ist los? Sein ganzes Gesicht ist gelähmt, oh mein Gott, was ist denn hier? Als er einfach nur geguckt hat und immer der Wechsel zwischen dem typischen The Rock-Blick irgendwas und dann wieder, als der Opa wieder durchkam. Ist irgendwie trotzdem witzig gewesen, aber es war jetzt kein Vergleich wirklich zum ersten Teil. Man muss sagen, der zweite Teil hat wirklich viel mehr auf im Prinzip Unterhaltung und Humor gesetzt, der manchmal richtig erzwungen um die Ecke kam, wo man sagt, gut, das war jetzt lustig, jetzt reicht's aber auch. Und wo ist jetzt die Action? Und ja, die wussten alle nicht so richtig, was sie machen sollen. Der Charakter von dem Jungen, der ins Spiel gegangen ist, der so eine chinesische Dame dann dargestellt hat oder was das sein sollte, war auch komisch, auch die verschiedenen Rollen, wie der dann geredet hat, das hat überhaupt nicht dazu gepasst, das sah richtig komisch aus, richtig verwirrend. Erst als dann der Opa, der in The Rocks Körper war, in die chinesische Dame eingedrungen ist, erst dann hat das irgendwo gepasst, weil die ganze Zeit eh so buckelig dastand und so komisch gewirkt hat. Mit der Person von dem Opa hat das gepasst, obwohl, weiß ich nicht, ich fand das irgendwie nicht ansehnlich, nicht schön, also da waren andere Sachen deutlich besser.
Und dann gab es auch irgendwie einen Gast, habe ich überhaupt nicht gerafft, wer das sein soll. Wahrscheinlich habe ich den ersten Teil schon zu lange her, dass ich den geguckt habe. Aber, ja, Action war trotzdem geboten, Humor hatte er auch, aber trotzdem fand ich den ersten Teil in allen Punkten, in allen Belangen einfach besser. Wer den ersten Teil aber gut fand und wer sich die Fortsetzung gerne reinziehen möchte, ihr werdet trotzdem, glaube ich, nicht enttäuscht sein. Ansonsten, wer halt irgendwie so auf Fantasy-Filme hofft oder hier auf irgendwas, der kann auch ruhig mal reingehen, sich das mal angucken. The Rock ist sowieso immer eine Nummer wert. Gerade diese schauspielerische Leistung, dass der dann so seniler alter Opa ist, im Prinzip, aber in seiner Darbietung, also das war eigentlich einmalig. Aber das muss jeder selber wissen, ob der das jetzt gut findet oder nicht. Schauspielerisch auf jeden Fall gut gemacht, gut gelungen. Schön also auch, dass Danny Glover und Danny DeVito, Danny, die heißen ja alle Danny, Danny, was war da los, dass die dabei waren. Ansonsten halt bekannte Leute, die man so hatte. Aber den ersten würde ich mir sofort auf DVD bestellen, den zweiten aber leider nicht. Ich glaube, einmal gucken reicht bei dem trotzdem. Wir sind gespannt, was noch demnächst auf uns zukommt, was da alles noch released wird, was da noch in die Kinos kommt. Gucken mal und schreibt ihr mal rein, ob ihr den Film gesehen habt oder ob ihr den euch noch angucken wollt, werdet oder jetzt nicht mehr, weil ich schon wieder alles verraten habe. Das würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.